Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Ihrem FRM Regionalmagazin. In der heutigen Sendung beleuchten wir unter anderem das Thema Homeschooling. Wie geht die Waldblick-Oberschule in Freital damit um? Außerdem sprechen wir mit unserem Landrat über die aktuelle Corona-Situation. Doch zu Beginn der Sendung gibt es ein erfreulicheres Thema. In diesem Jahr soll wieder das Event Malder in Flammen stattfinden. Die Planungen dazu haben begonnen und mein Kollege Matthias Wagner ist an der Talsperre Malder und spricht mit Marlene Alexander, der Chefin der Weißeritztal Erlebnis GmbH, über dieses Ereignis. Ja, an der wunderschönen, winterlich eingeschneiten Talsperre Malder bin ich heute verabredet mit Marlene Alexander. Sie ist die Chefin der Weißeritztal Erlebnis GmbH. Frau Alexander, es gibt ab und zu auch in dieser Zeit noch einen Hoffnungsschimmer. Ich habe nämlich erfahren oder gelesen, dass ihr schon wieder arbeitet und hart dran arbeitet an Malder in Flammen 2021. Richtig, so ist es. Dadurch, dass wir aufgrund der Lage im vorigen Jahr unser Jahreshighlight absagen mussten, haben wir sofort gesagt, wir möchten doch in die Planung für 2021 gehen und dort wieder unser Highlight stattfinden lassen. Natürlich ist es in diesem Jahr auch wieder mit bestimmten Bedingungen verbunden, mit Voraussetzungen, die wir erfüllen müssen, um der ganzen Lage Herr zu werden. Aber wir möchten ein bisschen Hoffnung schüren, dass es auch eine Zeit nach der Pandemie gibt, sodass wir jetzt in die Planung reingehen. Aktuell gibt es zwar noch keinen offiziellen Beschluss, dass wir die Veranstaltung durchführen dürfen, aber wir sind in engem Kontakt mit der Oberbürgermeisterin Frau Körner, sind dort in der gemeinsamen Planung, sodass das auch stattfinden darf. Ich stelle mir es ein bisschen kompliziert vor, die Planungen, gerade wenn man jetzt so ein größeres Event plant mit vielen hundert Leuten. Man weiß ja nie, wo ist dort dann das Ende der Fahnenstange erreicht, wie viele Leute kann ich reinlassen, das ist ja auch alles ein bisschen begrenzt. Habt ihr da so eine Art Muster, wo man sagt, okay, das könnten wir machen, da könnten wir uns dran halten? Also der Vorteil ist, dass wir im vorigen Jahr ja in den Freibädern ebenfalls ein Hygienekonzept erstellen mussten, sodass rein die Flächen der Strandbäder schon erstmal einmal vorgegeben sind. Aufgrund ein paar Berechnungsgrundlagen kann man da schon eine gewisse Anzahl an Besuchern sicherlich ausrechnen lassen. Wie es dann final kommen wird, ob man jetzt nur 1000 Besucher reinlassen darf oder unter Umständen auch mehr, wenn es die Fläche denn hergibt. Sodass wir sagen können, hier in den Strandbädern haben wir recht gute Voraussetzungen. Wir haben ein eingezäuntes Gelände, können auch mit Vorverkaufstickets die Besucher zählen, können diese auch für eine eventuelle Kontaktnachverfolgung dann registrieren und haben auch Ein- und Ausgänge, sodass sicherlich eine Umsetzung machbar wäre. Jetzt wird das natürlich auch die Künstlerinnen und Künstler freuen, die vielleicht hier an der Malder dann auftreten. Habt ihr denn schon die ersten Kontakte geknüpft? Ja, wir haben die Kontakte vom vorigen Jahr wieder angesprochen. Es war im vorigen Jahr schon das Thema gewesen, dass wir gesagt haben, wir möchten mit allen Händlern und Künstlern von 2020 in 2021 wieder zusammenarbeiten. Es gab im vorigen Jahr schon die Zusagen von den Künstlern, dass die gesagt haben, gerne, wir sind nächstes Jahr wieder mit dabei. Wir haben uns den Termin schon in den Kalender eingetragen. Und die ersten Zusagen kamen für dieses Jahr auch schon seitens der Künstler zurück. Also um das nochmal jetzt deutlich zu sagen, am 16. und 17. Juli soll, wenn es denn möglich wäre, Malder in Flammen 2021 stattfinden. Bis dahin ist noch ein ganz schönes bisschen Zeit. Da wollen wir ganz kurz auf die aktuelle Situation hier im Freibad reden, also in der Schwimmhalle. Die ist ja geschlossen. Jetzt Ruhe, alles Wasser abgelassen oder wie ist die Situation zurzeit? Also wir haben seit dem 2. November wieder alle Einrichtungen hier geschlossen, unter anderem eben auch das Erlebnisbad. Wir haben in den Becken das Wasser drin gelassen. Das hat einfach den Hintergrund, dass da immer die Wasserumwälzung stattfinden muss, um dort keine Legionellen hereinzubekommen. Das ist bei Ablassen des Beckens über einen längeren Zeitraum dann doch schwierig. Dann hat man im Nachgang dann größere Probleme, hier das Wasser wieder reinzukriegen und das auch keimfrei zu halten, sodass hier die Temperaturen runtergeregelt sind auf ein maximales Minimum. Und soweit, wie gesagt, dort die Maßnahmen erfüllt sind. Es hoffen ja alle, dass man sich wieder ein bisschen Gesundheit zuführen kann in Form eines Saunabesuches oder eines Schwimmbadbesuches. Man wird ja hier blödsinnig, wenn man alles, was Spaß macht, verboten bekommt. Habt ihr jetzt also so verstanden, dass wenn die Möglichkeit besteht, das wieder zu öffnen, ihr gar keine großen Anlaufschwierigkeiten habt und eigentlich fast anschlussfrei loslegen könnt?
Genau, wir hatten das im vorigen Jahr gesehen, dass wir das Einzige, was am meisten zeitraubend war, war die Erstellung des Hygienekonzeptes und die Umsetzung dessen. Und das haben wir vorliegen aus dem letzten Jahr. Wir haben alle Vorkehrungen schon getroffen, das Wasser ist drin, sodass es eigentlich nur noch, ich sag mal, maximal eine Woche dauern würde, um das Wasser hochzuheizen, die Temperatur wieder in den Räumlichkeiten anzuheizen, das Personal wieder ranzuziehen. Also das ist, denke ich, so die maximale zeitliche Spanne, die wir benötigen würden. Okay, also das wäre dann vielleicht der nächste Schritt, dass das Erlebnisbad an der Talsperre Malter wieder seine Türen öffnet und dann schreiben wir uns ganz, ganz fett, ganz dick in den Terminkalender der 16. und 17. Juli 2021. Hoffentlich Malter in Flammen, und wenn man es auch hier nicht glauben möge, dass hier irgendwelche dann wieder hier flanieren und feiern, aber ich hoffe, es wird so. Also 16. 17. Malter in Flammen, wir sind auf jeden Fall dabei, wir beide, oder? Richtig, auf jeden Fall. Und wir freuen uns über jeden Gast. Ja, jetzt sind wir hier vor der Waldblick-Oberschule in Freital. Ulrich Hammerschmidt, der Schulleiter, steht neben mir natürlich mit dem geforderten Mindestabstand von 1,50 Meter. Und wir haben uns auch auf den Mundschutz verzichtet, weil wir glauben, halt mit dieser Entfernung auch ordentlich miteinander kommunizieren zu können. Okay. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Hammerschmidt. Ja. Das Thema heute, der Unterricht online. Den müssen Sie ja auch Ihren Schülerinnen und Schülern und auch Ihren Lehrkräften anbieten. Wie läuft es denn? Welche Erfahrungen haben Sie in den letzten Wochen gemacht? Ja, also wir haben seit der Woche vor den Weihnachtsferien Online-Unterricht. Seit zwei Wochen jetzt sind die 10. Klassen und die 9. Hauptschüler wieder im Haus. Für alle anderen läuft das weiter online. Am Anfang war das recht problematisch, weil in den ersten Tagen es Probleme mit Lernsachs als Plattform gab. Wir haben uns im Sommer nach dem ersten Lockdown entschieden, dass wir Lernsachs als alleinige Basis für die Kommunikation herstellen. Wir haben für alle Eltern und Schüler Zugänge eingerichtet. Die Schüler sind im Informatikunterricht, im Technikunterricht damit vertraut gemacht worden. Und abgesehen von dem ersten Holpern dieser Lernplattform ist das dann doch ins Rollen gekommen. Die Rückmeldung ist allerdings sehr unterschiedlich. Wir haben jetzt mit den Schülern der 10. Klassen vor allem gesprochen, und es ist so, dass ein Teil der Schüler die Aufgaben hervorragend erledigt hat, vielleicht fleißiger sogar war als in der normalen Schulzeit, und der ein oder andere hatte größere Probleme. Was sich jetzt so herausgestellt hat, ist, dass in erster Linie die Unterschiedlichkeit der Endgeräte und die Zugangsmöglichkeiten zu Hause ein Problem darstellen. Das heißt also, wer allein mit mobilen Daten und Handy auf Lernsachs angewiesen ist, für den ist es natürlich problematischer als für jemanden, der mit im WLAN zu Hause und Laptop arbeiten kann. Mhm. Und auf diese Unterschiede haben wir natürlich jetzt erstmal auch keinen Einfluss. Wenn Sie jetzt mal aber zurückblicken auf die Situation im März, ist die jetzt entspannter oder hat sich im Großen und Ganzen nicht viel geändert? Ja, es ist völlig anders, weil wir haben im März, April mit E-Mails gearbeitet, und die Schüler mussten sich in der Regel die Dateien dann auch ausdrucken. Wir haben den Rücklauf hier per Post oder Briefwurf gemacht, und das war eine außerordentlich, also organisatorisch sehr aufwendige Angelegenheit. Und Schüler, die ja auch zu Hause ungenügenden Zugang zu elektronischen Medien haben, hatten damals schon genauso Probleme, wie das eben zum Teil heute noch ist. Wir haben da noch keine statistische Erhebung machen können. Wir werden auf jeden Fall, wenn die Schüler dann zunehmend wieder im Haus sind, dort im Einzelnen auch in den Klassen nachfragen, um dann für die Zukunft zu sehen, wie man weiter verfahren kann. Wir haben, wie gesagt, im Herbst, meine ich, aus unserer Sicht auch mit Lehrerfortbildung das getan, was man zunächst mal leisten kann, um Lernsachs lauffähig zu machen. Wo wir gegenwärtig nicht so präsent sind, das sind Online-Unterricht. Das hängt einfach auch mit der Ausstattung der Schule zusammen. Und natürlich auch ein Stück mit den Erfahrungen, also ich selbst habe es auch noch nicht gemacht. Jetzt gibt es ja auch viele Eltern, die sagen, dieses Homeschooling könnte dazu führen, dass unseren Kindern vielleicht eine Zukunft verbaut wird, dass die diesen Kontakt mit den Lehrkräften nicht haben, dass die diesen normalen Präsenzunterricht nicht erleben können. Haben Sie diese Befürchtung auch? Also ich,
Ich habe eine Befürchtung, und das zeichnet sich schon ab, dass die Unterschiede zwischen den Schülern, vor allem bedingt durch die Bedingungen, die sie auch zu Hause haben, Zugangsmöglichkeiten, die sozialen Unterschiede, sich in einer größeren Kluft in den Bildungsergebnissen niederschlagen. Das halte ich für das grundlegende Problem, was, meine ich, dann auch wirklich politisch gelöst werden muss, weil da muss Geld in die Hand genommen werden, um den Eltern, die das brauchen, auch die Unterstützung zu geben. Die zweite Seite ist, ich glaube nicht, das sage ich auch den Schülern, ihr seid keine verlorene Generation. Hm. Ja. Es wird sicherlich Anpassungen geben müssen. Die sind ja auch schon geplant, auch im Ablauf des Schuljahres. Wir hatten letztes Jahr nach dem ersten Lockdown die besten Ergebnisse in 10. Klassen jemals, weil es nie vorher eine bessere Prüfungsvorbereitung gab. Und wir werden natürlich sehen, dass wir hier für die 10. Klassen und für die 9. Hauptschüler auch wieder das Maximale rausholen. Und die Anpassungen, die jetzt im Schuljahresablauf getroffen worden sind von Seiten des Kultus, geben da auch Freiräume, wo wir einiges machen können. Herr Hammerschmidt, jetzt male ich mal schwarz. Ich sage jetzt mal nicht, am 14. oder 15. Februar beginnt die Schule wieder, sondern ich sage nach den Osterferien. Sind Sie dann immer noch so entspannt? Ich bin auch jetzt nicht wirklich entspannt. das scheint nur so. Ja. Nein, wir stehen unter Hochdruck. Ja. Ja, also es ist eine Situation, die meinen Kollegen nicht gefällt, die mir absolut nicht gefällt. Und ich bin aber dort auch kein... Ja, ich mag auch keine Prognosen anstellen, weil das wäre Kaffeesatzleserei. Ja. Wir wissen vieles nicht, das muss man einfach eingestehen. Wir können auch nicht sagen, das ist die Strategie für den und den Fall, sondern wir leben, das ist einfach die Situation, wir leben praktisch von Woche zu Woche. Und wir versuchen jede Woche das Beste draus zu machen, das Beste für die Schüler draus zu machen. Und mehr ist, glaube ich, im Moment auch nicht zu tun. Wir werden an Lernsachs weiterarbeiten. Ja. Wir halten den Kontakt mit den Eltern. Und so Schritt für Schritt denke ich, dass dann auch Dinge wie mal eine Online-Konferenz oder Chats und so weiter vorangetrieben werden können. Aber wir wissen nicht wirklich, wie die Sache weitergeht. Also Ihren Worten entnehme ich, es läuft längst nicht alles optimal, aber Sie geben mir Bestes, um das, was Sie haben, auch dann so zu nutzen, dass es den Kindern förderlich ist. So ist es. Also die Kinder, die haben wir dann auf jeden Fall immer im Blick und versuchen dort für die Kinder das Beste rauszuholen. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja. Ja, herzlich willkommen zu einem Gespräch mit unserem Landrat Michael Geisler, dem Landrat des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Herr Geisler, heute ist Freitag, der 29. Januar. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ja, ich grüße Sie ebenfalls. Hallo. Ja, wir nehmen jetzt die moderne Technik natürlich mit, damit wir auch das ohne Kontakte über die Bühne kriegen. Schön, dass es so etwas gibt. Wir sind ja mittlerweile sehr verrückt nach Zahlen. Und mittlerweile sehen ja die Zahlen gar nicht mehr ganz so schlecht aus für den Landkreis. Die Corona-Zahlen, der Inzidenzwert 756 positiv getestete Personen mit Stand gestern. Ist das eine beruhigende Entwicklung oder wie kann man das beurteilen? Also ja, wir stellen fest, dass das Infektionsgeschehen sich sehr verhalten entwickelt. Es ist rückläufig. Die Zahl der Neuinfizierten, positiv Getesteten ist ebenfalls rückläufig, schwankt teilweise. Also das ist allerdings oftmals dem geschuldet, dass, ich sag mal, die Ärzte am Wochenende jetzt nicht testen, dass du also keine Testergebnisse am Montag reinkriegst, auch am Dienstag. In der Regel ist es so, dass die höchsten Zahlen zwischen Dienstag und Freitag vorliegen. An den anderen Tagen ist es also etwas geringer. Die Inzidenz ist insgesamt rückläufig. Wir bewegen uns allerdings seit einigen Tagen irgendwo im unteren Bereich der 200er Inzidenz. Wir gehen davon aus, dass das durchaus auch unter 200 gehen kann, wenn es jetzt keine Trendwende gibt. Es ist so, dass wir also derzeitig sehr wenig Einrichtungen haben, wo wir also Corona-positiv getestete Personen festgestellt haben. Das betrifft also sowohl die Schulen und Kindergärten als auch die Pflegeheime.
Bei den Pflegeheimen sind wir also unterdessen bei 14 Heimen angekommen, wobei die Mehrzahl dieser Heime tatsächlich nur ein oder zwei oder drei positiv getestete Personen hat. Wir haben dort zwei, drei Schwerpunkte, wo wir von ausgehen, wenn die also rausfallen, dass also auch dort wir uns in einem sehr niedrigen Bereich bewegen werden. Also das ist so die Situation. Insgesamt, glaube ich, kann man durchaus optimistisch sein. Wenn nichts außergewöhnlich Neues dazu kommt, denke ich, wird über die nächsten Woche das Infektionsgeschehen abnehmen. Nochmal bitte vielleicht zur Erklärung. Es gibt ja, Sie veröffentlichen ja jeden Tag eine Pressemitteilung mit den aktuellen Zahlen und da sind ja auch der Inzidenzwert drin. Das RKI hat 163 und der Landkreis 232. Nochmal kurz vielleicht, warum ist diese Unterscheidung und wenn es zu Öffnungen käme oder zu Erleichterungen dann, welche Zahl zählt denn dann offiziell? Also es zählt offiziell die Inzidenzzahl des RKI. Das heißt, dass in dem Fall ist das eine sehr positive Sache für uns. Die 163 sind es, glaube ich, gestern gewesen, zählt also für uns. Und in dem Moment, wenn wir dort in den Bereich der 50er Inzidenz kommen, dann wäre das natürlich außerordentlich positiv, weil dann auch Maßnahmen sicherlich zurückgenommen werden können, auf jeden Fall. Und ja, wir hoffen alle, dass wir sehr schnell dort landen. Ja. Sie schreiben ja auch immer die Zahl der geplanten Beprobungen an. Können Sie mir mal kurz sagen, wie das ausgewählt wird, dass Sie am Vortag schon wissen, wie viel Sie am nächsten Tag proben? Und vor allem auch, wie wird geprobt? Nach Symptomen oder als Schema vielleicht mal ganz kurz? Also grundsätzlich ist es so, dass wir anlassbezogen beproben. Das heißt also, wenn uns bekannt wird, dass wir in einer Einrichtung, ob das jetzt ein Pflegeheim ist, eine Werkstatt ist, ein Unternehmen ist, eine Schule ist oder ein Kindergarten ist, das ist also völlig egal, dann werden wir dort entsprechend tätig und machen die Proben PCR-Tests. Schicken also die Leute entweder in unser derzeitiges Testzentrum nach Heidenau, was wir gemeinsam mit den Johannitern dort aufrechterhalten, oder aber mobile Teams fahren in die Einrichtung. Dann haben wir vorsichtige Schnelltestverfahren, die wir also beispielsweise bei uns in allen Stäben anwenden. Das heißt, wenn dort Schichtwechsel ist, testen wir, wenn es geht, diese für uns wichtigen Einheiten aufrechtzuerhalten und arbeitsfähig zu halten. Wir haben jetzt im Verlauf dieser Woche begonnen, Schnelltests auszugeben über die Bürgermeister, damit die Kitas und Kindereinrichtungen getestet werden können. Wir haben auch vor, das beim Regionalverkehr zu machen. Also da ist heute eine Anfrage von Seiten des Geschäftsführers eingegangen. Wir werden da selbstverständlich auch Schnelltests zur Verfügung stellen, sodass es also eine Mischung ist aus prophylaktischen Tests in bestimmten Struktureinheiten und auf der anderen Seite anlassbezogenen Tests. Also wir haben gestern beispielsweise, glaube ich, ungefähr 160 oder 170 Tests durchgeführt. Wir sind mittlerweile in der Lage, ungefähr 500 bis 600 Tests, wenn es erforderlich ist, auch durchzuführen und haben die entsprechenden Verträge auch mit den Laboratorien, sodass das also abgesichert ist. Sie hatten ja zum Jahreswende, kann man sagen, eine Feuerprobe bestehen müssen mit diesen hohen Zahlen, die da ja gemeldet wurden, auch die Nachverfolgung. Hat es funktioniert? Können Sie jetzt sagen, okay, also auch bei diesen, unter diesen Extrembedingungen funktioniert das der reibungslose Betrieb noch? Also wir konnten entgegen anderslautender Gerüchte, die da teilweise manchmal verbreitet werden, die Nachverfolgung immer gewährleisten. Also das können wir auch statistisch nachweisen. Wir haben da eine sehr genaue statistische Nachverfolgung, können also sagen, wie viele Kontaktpersonen werden von uns ermittelt. Das sind natürlich, wenn wir nur 17 Indexfälle haben, was wir also diese Woche auch hatten, sind das denn eben plus 50 oder 60 Personen maximal. Wir sind in der Lage, bis zum Inzidenzwert von 500, 600 problemlos entsprechend durchzukommen. Und unsere Leute schätzen ein, wenn wir alle Ressourcen heben, bis 800 kommen wir so durch, dass wir innerhalb von 48 Stunden nachvollziehen können. Danach wird es natürlich schwierig. Kommen wir noch zu einem traurigen Thema. Stand gestern 690 Tote im Landkreis. Ich weiß nicht, ob diese Tendenz auch so ist, wie ich es heute in der Zeitung gelesen habe, dass zwei Drittel aus Alten- und Pflegeeinrichtungen kommen, so rund. Wie ist denn die Situation in den Alten- und Pflegeheimen? Hat sich das beruhigt? Ja,
Also in den Heimen hat sich die Situation deutlich zum Positiven gewandelt. Wir haben also zum einen wesentlich weniger Heime, die Patienten bzw. Bewohnerinnen und Bewohner haben oder Mitarbeiter haben, die positiv getestet sind. Das ist vor Weihnachten also außerordentlich dramatisch gewesen, die Situation. Ich gehe davon aus, wenn die Impfungen in den Heimen durch sein werden, wir rechnen bei einer optimistischen Betrachtung Mitte März, vielleicht auch bis Ende März. Derzeitig sind also von den 48 Heimen 24 mindestens das erste Mal geimpft. Bei den ersten zwei, drei Heimen ist auch die Zweitimpfung erfolgt. Hier muss man ganz einfach wissen, in dem Moment, wo wir positiv getestete Personen im Heim haben, verbietet sich die Impfung. Das versuchen wir zu vermeiden, gemeinsam mit dem DRK. Und aus dem Grund rechne ich damit, dass wir also im März die Heime in einem sicheren Fahrwasser haben werden. Okay, aber nochmal meine Frage, zu den Toten, ist das so, dass zwei Drittel aus den Alten- und Pflegeheimen gekommen sind, grob? Also die Zahl kann ich so nicht bestätigen. Es ist ein relativ hoher Anteil. Also die letzte Zahl, die mir bekannt ist, das sind Ende 200 bis 300. Allerdings haben wir darüber auch keine exakte statistisch belastbare Aussage. Aus dem Grunde muss ich mich da etwas vorsichtig äußern. Okay. Es ist ein hoher Anteil. Wir wissen, dass von denen, die verstorben sind, der größte Teil Personen sind, die also deutlich über dem 80. Lebensjahr waren. Und insofern sind natürlich die Heime ein Schwerpunkt, ja. Noch kurz ein Wort, auch die Ärzte und Ärztinnen und die Pfleger und Pflegerinnen mussten ja Unglaubliches leisten in den letzten Wochen. Wie hat denn das Gesundheitswesen im Landkreis diese letzten Wochen überstanden? Man hatte ja schon so ein Worst-Case-Szenario, dass es ganz schlimm wird, dass man dann auch Urlaubssperren geben muss, etc. pp. Wie war es denn jetzt im Nachhinein? Ja, ich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich überall alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, um irgendwo auch, man kann es eigentlich so bezeichnen, über die Runden zu kommen. Das ist dem einen besser, dem anderen schlechter gelungen. Wir haben überall dort, wo also die Not sehr groß war, haben wir die Bundeswehr eingesetzt. Die ist also auch jetzt noch im Einsatz. Und wenn alle Stränge gerissen sind, dann ist eben auch mal ein Katastrophenschutzzug irgendwo eingesetzt worden über ein Wochenende. Es ist eine sehr, sehr anstrengende Situation gewesen. Ich denke auch, dass insbesondere die Pflegerinnen und Pfleger in den Einrichtungen ganz Großes geleistet haben. Ich meine, das ist eine außerordentliche, auch psychische Belastung in einer solchen Situation, teilweise auch selber infiziert, wo wir dann also entsprechend Arbeitsquarantäne haben aussprechen müssen. Und insgesamt denke ich, dass das Gesundheitswesen schon irgendwo eine ganz, ganz starke Belastung hatte. Das gilt gleichermaßen auch für die Krankenhäuser, aber auch, ich denke jetzt mal, für alle anderen, die im öffentlichen Gesundheitsdienst tätig sind. Also das Gesundheitsamt war stark belastet, aber ich denke, die Kolleginnen und Kollegen haben Großartiges geleistet. Ja, das denke ich auch. Also nochmal kurz, RKI-Inzidenzwert 163. Die Zahlen sind stabil oder sinken. Jetzt hoffen natürlich auch viele Leute, denen zu Hause schon die Decke auf den Kopf fällt, wenn machen denn zum Beispiel gerade die Kitas oder die Schulen wieder aus, gerade Kitas. Was glauben Sie, kann man damit rechnen, dass vielleicht am 15. Februar dann das doch passieren könnte? Ja gut, hellsehen kann ich niemand. Weiß. Das ist schwierig zu sagen. Wenn der Trend anhält und wir also auch in 2 bis 3 Wochen noch die Zahlen haben, die wir jetzt haben, oder auch eine wesentliche niedrigere Inzidenz auch aufweisen, dann denke ich schon, dass der Stufenplan, mit dem sich gegenwärtig der Freistaat Sachsen beschäftigt, auch umgesetzt wird. Man wird sicherlich sehr gestuft vorgehen. Was ich höre, ist, dass also unbedingt als erstes Kindergärten und Grundschulen ins Auge gefasst werden. Man wird dort sicherlich in festen Gruppen, in festen Klassenverbänden dann letztendlich die Kinder dort betreuen bzw. beschulen.
Das ist noch alles etwas im Fluss. Ich meine auch, dass wir alle miteinander klug beraten sind, also keine Schnellschüsse zu machen, also dort mit dem Fahrstuhl oder der Schaukel zu arbeiten, rein, raus, hoch, runter, halte ich für verkehrt. Das sind auch falsch geweckte Hoffnungen, die da verbreitet werden. Aber ich denke, wir können sehr optimistisch sein, dass es wieder irgendwo in geregelte Fahrwasser kommt. Letzte Frage, Herr Geisler. Es gibt jetzt eine neue Allgemeinverfügung, wo geregelt wird, dass der Konsum von Alkohol im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge an allen Bushaltestellen, Bahnhöfen, Marktplätzen und Tankstellen sowie an dem Eingangsbereich von Groß- und Einzelhandelsgeschäften einschließlich der dazugehörigen Park- und Parkhäusern untersagt ist. Das gilt, glaube ich, auch jetzt bis 15. Februar. Warum war das notwendig und was bringt's oder was soll es bringen? Ja, es geht ja im Wesentlichen darum, Kontaktbeschränkungen durchzuführen und es geht vielleicht weniger um den Alkoholkonsum als solchen, sondern es geht darum, das Zusammensein möglichst einzuschränken. Das heißt also, dass wir nirgendwo irgendwelche Treffen haben, wo man dann eben, ich sag mal, mit der Bierflasche den Tag auswertet. Das sollten wir sein lassen. Das gehört genauso dazu wie beispielsweise Ausgangsbeschränkungen, dass wir also nachts uns, wenn es geht, nicht durch den Landkreis bewegen. In Ausnahmen besteht Ihnen manchmal die Regel, also wenn Notfall ist, dann wird da natürlich niemand etwas dazu sagen. Aber es geht weniger um den Alkohol als mehr oder weniger darum, an ihm festgehalten, gesellig beisammen zu sein und möglicherweise, ich sag mal, dazu beizutragen, dass sich das Virus verbreitet. Okay, das war also der Hauptgrund, dass eine größere Anzahl von Personen nicht zusammenkommen und dann vielleicht alkoholisiert sich das auswächst und noch mehr wird und Party wird. Ja? Ja. So verstanden? Ja. Okay. So ist das. Herr Geisler, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, dass wir uns demnächst wieder hören und sehen und dann auch wieder mit diesen relativ positiven Zahlen hantieren können. Und wir gucken, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Gespräch und Ihnen dann ein schönes Wochenende. Ja, ich wünsche Ihnen auch ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund, auch allen Zuschauern. Alles Gute, gesund bleiben. Dankeschön. Vielen Dank für das Interview. Danke. Ja, ich freue mich schon wieder mal mit Peter Weinholz sprechen zu dürfen, dem Generalsekretär der FDP Sachsen. Herr Weinholz, Sie haben eine Pressemitteilung rausgegeben. Ich möchte das nur ganz kurz zitieren. Darin steht, das bisherige Bildungsmanagement der sächsischen Staatsregierung in der Pandemie verdient ebenfalls, allenfalls die Schulnote mangelhaft. Sie haben Insiderwissen, nehme ich an. Warum mangelhaft? Mangelhaft deswegen, weil seit März letzten Jahres oder sagen wir mal April nichts, aber auch gar nichts passiert ist, was eigentlich eine bessere Note verdient. Wenn man sich überlegt, das Ministerium hatte über den Sommer genügend Zeit, sich etwas auszudenken. Zum Beispiel Lernsacks. Lernsack kann man vielleicht nicht der Staatsregierung vorwerfen, dass es nicht funktioniert. Aber zumindest wäre dann, als man festgestellt hat, dass es in Teilen nicht funktioniert, eben halt schnelleres Eingreifen erforderlich gewesen. Oder man hätte mal auf Sachverstand von Externen zurückgreifen müssen, um zu sehen, ob man das über eine Anführungsstriche Notlösung, die vielleicht doch die bessere gewesen wäre, es dezentral zu machen, hingekriegt hätte. Kann ich kurz ein? Vielleicht wäre es auch möglich gewesen, dass man sagt, okay, wir nehmen eine vorhandene Plattform aus einem anderen Bundesland, ohne eine eigene aus dem Boden zu stampfen. Wäre das auch möglich? Das müssten die untereinander abklären, weil wir wissen ja, dass wir ein föderales Bildungssystem haben. Und da ist, glaube ich, bisher noch nicht durchgedrungen, auch wenn es die Kultusministerkonferenz gibt, dass man sich besser untereinander abstimmen könnte und vielleicht auch mal den einen oder anderen Hilfestellungen geben kann, der es eben halt noch nicht packt. Aber ich denke, das Wesentliche, was jetzt gefordert ist, ist, dass man hier wirklich den externen Sachverstand einbindet. Das habe ich heute auch der Sächsischen Zeitung entnommen, dass jetzt seit Dezember, Ausrufezeichen, seit Dezember, einmal die Bitkom zumindest in eine Taskforce eingebunden sein soll. Taskforce klingt so schön, aber ich glaube, das hätte man schon vor 4, 5, 6 Monaten machen können. Okay, wir haben ein etwas schwerfälliges System in der Schulverwaltung offensichtlich. Da muss man sehen, dass das besser wird. Wir fordern ja seit langem, dass also erstmal die Digitalisierung vorangetrieben wird, auch in der Verwaltung und dann auch, dass man eben halt Curricula ausfindig macht bzw. verbessert, um dann eben auch Digitalunterricht machen zu können, ohne dass die Abstriche groß werden.
Wenn man sich überlegt, Homeschooling, sagte irgendwer, 9 Wochen Homeschooling ist wie ein halbes Jahr verlorene Schule. Das kann man nicht bieten. Also das, was hier passiert, ist vielleicht nicht ganz unterirdisch, aber jedenfalls sehr nah an der Wurzel. Mhm. Ich denke, wie wir auch in der Presseerklärung geschrieben haben, wir brauchen in der Tat mehrere Plattformen, damit also die Lernangebote auch sozusagen gesquitscht werden können. Wir brauchen auch für die Lehrer, die Videokonferenz mit ihren Schülern machen müssen oder können, oder besser gesagt wollen, denen müssen wir auch ermöglichen, dass sie rechtssicher mit denen kommunizieren können. Wir müssen also schauen, welche Plattform auf Videobasis ist möglich. Zoom zum Beispiel war nicht erlaubt, ist es vielleicht auch heute noch nicht. Man muss schauen, wie man das irgendwie mit Augenmaß so hinkriegt, dass die Lehrer wissen, ich kann das und das und das nutzen. Da muss man eine sogenannte Whitelist machen, wo drauf steht, das dürft ihr nutzen. Sonst haben wir wieder das Problem, dass die Leute zwar guten Mutes sind und auch möglichst etwas machen wollen, aber ihnen halt die Möglichkeiten fehlen, weil sie an das eine oder andere nicht rankommen. Das Dritte ist, man muss schauen, dass die Lehrer auch Angebote kriegen, ihren individuellen Fähigkeiten nachfolgend ihr Angebot zu optimieren, weil nicht jeder ist dann schon in diesen ganzen Dingen digitaler Art erfahren. Die Jüngeren sind da besser dran, die haben da schon ein bisschen mehr Erfahrung darin. Und bei den Älteren ist es auch kein Problem, die sind ja willig. Aber manchmal fehlen sozusagen die Fähigkeiten, damit jetzt richtig umzugehen. Dafür gibt es halt Kurse, die muss man halt auch anbieten seitens der Schulverwaltung. Ja, und dann ist auch ganz wichtig, dass man das Digitale, den Bildungspakt, anpackt. Wir haben in allen Bundesländern, glaube ich, also Thüringen war gestern, glaube ich, im MDR drin, dass dort eben halt auch noch nicht alles so funktioniert, wie es sein sollte. Wir haben es hier am Freitag, das ist aber auch, so wie ich es verstanden habe, eine Sache, wo der Hersteller halt Schwierigkeiten hat, den vielen Bestellungen nachzukommen. Dafür kann man Verständnis haben, aber auch da muss man fordern, werdet ein wenig schneller, liebe Leute. Auch in der Pandemie ist es notwendig, dass man sich vielleicht den Gegebenheiten, den schnellen Verläufen, die hier erforderlich sind, im Nachjustieren nachkommt. Und da muss die Verwaltung einfach ein bisschen aus der Behäbigkeit rauskommen. Und das gilt eben gerade auch für die Schulverwaltung, aber auch für die Frage, wie komme ich denn denjenigen, die das vor Ort dann bestellen müssen, vielleicht entgegen, kann ich denen Hilfestellungen geben. Jetzt ist das ja nicht Lockdown Nummer 1, sondern es ist ja der zweite. Man konnte ja lernen im März von den Ereignissen. Ich habe Anfang des Jahres den Schulleiter Volker Hegewald vom Gymnasium Dippoldiswalde befragt, in welcher, also wo steht man denn jetzt in der Digitalisierung oder überhaupt mit diesen Lernsachs, mit diesem Umgang? Und das ist eine Frage. Darf ich raten? Ja. Im letzten Jahr, am Anfang. So ungefähr dürfte das wahrscheinlich sein. Ne? Das war nicht abgesprochen. Wir gucken uns diese Antwort nochmal an. Ich denke, dass wir uns fast auf dieser Stufe wiederfinden, dass die Qualitätsstandards nicht wesentlich besser sind. Und das hat ganz unterschiedliche Ursachen. Die sind vielleicht zum Teil hausgemacht, dass wir die Zeit, in der die Schulen geöffnet waren, nicht ausreichend nutzen konnten. Aber es gibt eine Reihe von Argumenten. Ich sage auch mal Totschlagargumente, wenn ich mir überlege, seit wann wir uns mit der Nachverfolgung von Kontakten beschäftigen, das, was wirklich Alltagsgeschäft war. Wir haben seit vor den Herbstferien fast nichts anderes gemacht, als Klassen in Quarantäne geschickt. Also wir nicht in Klassenquarantäne geschickt, aber das Betretungsverbot für die Schule ausgesprochen, Kontakt mit dem Gesundheitsamt und so weiter und so fort. Das soll jetzt kein Jammern sein, aber das entschuldigt trotzdem, dass Schulentwicklung im klassischen Sinne, also Weiterentwicklung der Schule, Qualitätsentwicklung gerade für solche Zeiten, nicht stattfinden konnte. Ich kenne einige Lehrkräfte, die Online-Fortbildung gemacht haben. Wir haben uns auch in Beratungen der Lehrerinnen und Lehrer ausgetauscht, sogenannte Best-Practice-Beispiele. Also was hast du gemacht, was kann vielleicht nachgemacht werden? Das hat alles stattgefunden, aber nie strukturiert und nicht so, wie man sich das idealerweise vielleicht wünscht. Ja, Herr Hegewald hat es klipp und klar gesagt, also der Stand März, es hat sich nicht viel verändert. Hat man jetzt wirklich ein halbes Jahr geschlafen? Also ich würde nicht sagen geschlafen, aber man hat verwaltet. Ja. Das Walten war weniger, aber das Ver viel mehr. Also da ist ein bisschen mehr Tempo angesagt. Also auch Verwaltungen, die sonst behäbig sind, was auch ja halt schon der Name sagt, ich verwalte was, ich gestalte da nicht viel, das muss ein Umdenken geben. Wir müssen einfach von dieser verwaltenden Nummer auf eine Gestaltung hin, wo man also auch mal ein bisschen vorausdenkt
Und das ist bisher nicht geschehen, jedenfalls nicht erkennbar nach außen. Herr Weinholz, jetzt werden natürlich viele sagen, ja, die FDP, die ist ja in keiner Regierungsverantwortung in Sachsen, außen stehen, viel kluge Reden machen. Aber theoretisch dieses Denken oder diese Denkweise, die Sie haben, die müsste doch auch den Regierenden einfallen, oder? Also ich sage mal so, nicht nur in der Bildung. Es hätte Ihnen schon einiges einfallen müssen. Wir haben also als FDP ein Pandemiepapier verfasst. Das haben wir auch mal in kürzerer Form auch rausgegeben. Wir sind leider nicht im Landtag, sonst hätten wir es dort mal schön veröffentlicht. Dann hätte es eine Drucksache gegeben. Und ich glaube, dann wären einige Sachen vielleicht ein wenig heller, als sie unseren Schwarz-Rot-Grünen so erscheinen. Wir haben jetzt, wir sind jetzt mitten im Lockdown, bis zum 14. Februar soll er auf jeden Fall noch gehen, Schulen zu, Kindergärten zu. Ist das der richtige Weg? Was glauben Sie als FDP-Politiker in Sachsen? Also das Problem ist, es ist nicht nur die FDP, die das glauben dürfte, sondern ich glaube, das geht eigentlich allen so. Es geht einem zum Hals raus. Aber das Problem ist, wir haben natürlich auch durch die Versäumnisse der Staatsregierung, die hätten früher was machen müssen, eben halt jetzt diese Situation. Wir haben eine völlig überforderte Gesundheitsministerin. Da ist ja nun endlich mal ein bisschen Dampf in die Sache gekommen. Insofern, als man einen Corona-Ausschuss machte, allerdings hat man dort zum Beispiel die Wirtschaft vergessen mit einzubeziehen. Also es sind hier irgendwo, ich sage mal, flügelflatternd Leute unterwegs in einem Panikmodus, die nicht mehr verstehen, wie man irgendwo einen Plan macht. Ich denke, da wäre mal wirklich ein Zurücksetzen, 2-3 Tage mit ein paar Sachverständigen, die nicht von der Regierung nur als Klaköre benutzt werden, sondern wo sich wirklich mal auseinandergesetzt wird, notwendig, um dann mit einem vernünftigen Plan mal vor das Parlament zu treten, das zu erläutern, auch den Leuten klarzumachen, was, wie, wo, wann und wie genau gemacht werden kann. Und dann auch das Parlament entscheiden zu lassen. Ich glaube, die Regierung alleine ist da ein wenig überfordert und vor allem so wenig, sage ich mal, geprüft, nämlich hart durchs Parlament. Das muss mal durchgefragt werden. Und da würde ich mir natürlich auch wünschen, dass wir ein wenig was zu fragen hätten. Eine Stimme von vielen, die sagen, Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin können das nicht allein entscheiden, ist sicherlich eine Meinung von sehr vielen Politikern. Auch Herr Weinholz, vielen Dank fürs Gespräch. Danke schön. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Ab nächsten Montag gibt es eine neue Ausgabe und dann wollen wir nachschauen, wie lange der Winter in diesem Jahr noch bleiben wird. Schalten Sie also auch dann wieder ein und bis dahin sage ich Tschüss, machen Sie es gut, Ihr Ronny Birner.